Hallo, heute geht es an die Oberkörperschnellkraft und wie ihr eure Oberkörperschnellkraft testen könnt. Die Oberkörperschnellkraft ist besonders entscheidend bei allen Kampfsportarten und Wurfsportarten, beispielsweise MMA, Mixed Martial Arts, Kung Fu, Judo und so weiter, aber auch bei natürlich leichtathletischen Wurfdisziplinen und auch beim Golf, aber eben auch beim Basketball. Beim Basketball ist es zwar auch die Feinmotorik, aber wenn ich eine höhere Kraft habe, kann ich dementsprechend auch leichter schwerere Würfe nehmen. Das heißt, ich kann leichte Dreier werfen, weniger Kraftaufwand. Und wenn ich weniger Kraftaufwand benutzen muss, relativ zu meiner Maximalkraft, dann kann ich auch präziser arbeiten. So, ich habe heute zu diesem Zweck heute zwei Übungen vorbereitet. Und das ist einmal der Brustpass aus dem Stand, wo ihr eben die ganze Oberkörper-Schnellkraft testen könnt. Und auch noch der Wurf aus der Drehung, wo eben auch nochmal die Drehbewegung hinzukommt, nochmal die querverlaufende Bauchmuskulatur und so mit reinspielt und die gesamte Rumpfmuskulatur. Ich zeige euch jetzt zunächst erstmal die beiden Übungen. Im folgenden Test handelt es sich um den Brustpass aus dem Stand. Ihr stellt euch hierzu schulterbreit auf, geht leicht in die Knie, nehmt dann mit einer zügigen Bewegung den Ball Richtung eurer Brust und versucht ihn dann mit Hilfe eurer Beinarbeit, aber vor allem aus dem Oberkörper, den Ball möglichst weit nach vorne zu werfen. Ihr messt dann die Distanz von eurem Abwurfpunkt zu dem Aufschlagpunkt des Balls und das ist euer Testergebnis. Bei dem nächsten Test handelt es sich um einen Medizinball-Weitwurf aus der Drehung. Ihr stellt euch hierzu parallel zu eurer Wurfrichtung etwa schulterbreit auf. Geht dann so weit in die Knie, dass ihr etwa 10 bis 15 cm kleiner seid als normal. Nun werft ihr den Ball in eure gewünschte Richtung, entweder mit einer Drehung nach links, bei der ihr vor allem mit dem rechten Arm werft, oder mit einer Drehung nach rechts, wo ihr vor allem den linken Arm nutzt. Ihr messt dann die geworfene Weite jeweils für eine Drehung nach rechts und eine Drehung nach links. Als nächstes müssen wir jetzt erstmal klären, wie schwer sollte denn euer Medizinball eigentlich sein? Zu diesem Zweck habe ich extra noch mal ein anderes Video gemacht. Hier sage ich jetzt nur so viel, etwa 2% eures Körpergewichts. Ihr messt nun bei jedem Wurf, das heißt bei dem Brustpass, den führt ihr dreimal aus oder viermal aus und messt die Weite von wo ihr standet bis wohin ihr geworfen habt. Wenn ihr übertretet, zählt das als Fehlversuch. Das heißt, wenn ihr nach vorne fallt und dann übertretet, eine Sekunde nach dem Wurf, ist es ein Fehlversuch. Des Weiteren messt ihr die Distanzen jeweils bei der Drehung nach links, wenn ihr dann mit dem rechten Arm werft, wie weit ihr kommt, auch wieder dreimal probieren, um dann einfach einen Mittelwert zu bilden. Und das Gleiche macht ihr dann auch nach rechts mit dem linken Arm dann und schreibt es auf. Ich fände es dann zu diesem Zweck super cool und bestimmt auch ihr selber, wenn ihr euch mal mit anderen Usern vergleichen könntet. Deswegen schreibt doch einfach mal euer eigenes Körpergewicht auf, das Gewicht von dem Ball, das ihr zur Verfügung hattet und nochmal eure Weiten bei den verschiedenen Übungen, einfach um euch selbst zu vergleichen, um zu sehen, wo steht ihr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, viel Spaß beim Testen. Ihr könnt dann den Test auch regelmäßig in Abständen wiederholen, um so zu protokollieren oder zu kontrollieren, ob euer Training erfolgreich ist. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Danke sehr und auf Wiedersehen.